Was ist das? Heute geht's um Gaming Booster. Pulver, das Leute lange wach hält. Christoph Daum, gefällt das? Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Ja, aber Gaming Booster, das sind Energy Drinks für kleine Chemiker. Und die sehen hier so aus. Und gefühlt jeder Streamer, der hat einen Werbedeal mit so einem Anbieter. Hier erklärt Trimax, einer der größten deutschen Twitch-Streamer, warum sein Sponsor Level Up so geil ist. Level Up ist ein Gaming-Booster, der gerade extrem durch die Decke geht. Aber weil ich einfach Partner bin, steht da oben in der Ecke Werbung. Ach, das war eine Werbung. Habe ich gar nicht gesehen. Fehlt nur noch, dass mir der Max einen Vorwerkstaubsauger andrehen will. Den würde ich sogar nehmen. Aber auch Montana Black hat einen Pulverpartner. Gamers Only, Laser Lemon. Uff, ich habe jetzt schon Bock, Digga. Oh! Ja, klasse Zeug. Ich habe auch so ein Pulver hier. Die heißen halt Laser Lemon, wie gerade gehört. Und eben nicht einfach nur Pfirsich, sondern Hyper Peach! Aber ganz grob. Also, ihr nehmt einen halben Liter Wasser, 500 Milliliter. Und das Ganze wird dann einfach mit diesem Pulver gemischt. Das sieht dann so aus. Hier, ich mache das mal vor. Ganz, viel Staub. So, das reicht sogar fast schon. Und dann wird das Ganze aufgefüllt. So, und zack, haben wir einen Drink. So, und das Ganze funktioniert dann wie ein Energy Drink. Ja, und das kostet dann in so einem großen Pack gerne mal 40 Euro. Und 40 Euro, das ist schon eine krasse Investition, oder? Alter, wenn du das Wort Investition noch einmal benutzt, dann verliere ich hier die Kontenance, Alter. Oh, sorry, Stay. Aber am Ende ist das Ganze auf Liter gerechnet natürlich immer noch günstiger als Red Bull oder Monster Energy oder der einzig wahre Booster. Und diese Pulverdinger, die sollen beim Konzentrieren helfen. Ein Grund dafür, der kranke Koffeingehalt. 250 Milligramm auf eine Portion ist da eine der Kennzahlen. Und kurz zum Vergleich, eine Tasse Kaffee hat 80 Milligramm und ein Red Bull ungefähr auch. Und selbst dunkle Schokolade hat 50 Milligramm auf eine Tafel. Und woher ich das weiß? Ich sag's euch, weil ich so eine Tafel auch ganz gerne mal alleine esse. Aber jetzt kommt was Gewieftes in Deutschland. Da gibt es eine Koffein-Höchstgrenze für Getränke. Maximal 320 Milligramm auf einen Liter. Aber Sekunde, wenn in einem halben Liter Boostersaft schon 250 Milligramm sind, dann sind in einem Liter ja 500 Milligramm, was weit über dem erlaubten Limit ist. Wie kann das denn sein? Ah, ganz easy. Ist ein Pulver und kein Getränk. Da gelten andere Regeln. Nahrungsergänzungsmittel, ihr wisst. Das ist wie Bestechung und Lobbyarbeit. Das eine ist verboten und das andere einfach nur clever. Aber auf den Gaming-Booster-Packungen wird von mehr als einer Dosis pro Tag abgeraten. Verständlich. Wenn ich mir diesen Gaming-Booster mal mittags gönne, dann bin ich eigentlich schon weit über dem Koffeingehalt, was mein Körper braucht. Aber ich habe noch eine Kennzahl für euch. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit empfiehlt bei Jugendlichen 3 Milligramm Koffein pro Kilogramm Körpergewicht als Tageslimit. Also wer rund 60 Kilogramm wiegt, sollte maximal 180 Milligramm pro Tag trinken. Die Booster hier sind aber teilweise bei über 250 Milligramm auf einen Becher und damit weit drüber. Obwohl das ganze Influencer-Marketing mit Namen wie Trimax, Montana Black und Co. super stark auf eine junge Zielgruppe geht. Ist das cool? Nee, oder? Ja, lol, ey. Aber ganz kurz, was macht Koffein? Es pusht unser Stresshormon Cortisol, schüttet auch Adrenalin aus und am Ende funktioniert es wie der Regenbogenstern bei Mario Kart. Also fast. Also Koffein sorgt dafür, dass man wach ist und sich für kurze Zeit besser konzentrieren kann. Und das funktioniert auch bei ganz, ganz vielen Leuten. Doch die meisten Boostermacher empfehlen einen Konsum ab 16 oder ab 18 Jahren. Und das sollte doch eigentlich schon ein Warnhinweis sein. Denn es gibt ja auch andere Dinge, die man von Kindern fernhalten sollte, oder? Oh, übrigens, der Hintergrund für die Warnhinweise, Koffein hat eben auch Nebenwirkungen, gerade bei regelmäßigem Konsum. Die Nebenwirkungen von Symptomen wie Herzrasen, Bluthochdruck, Impotenz bei Männern, Schweißausbrüche, Angstzustände bis hin zum Kreislaufkollaps. Es können aber auch ganz simple Kopfschmerzen sein bei zu viel Koffein. Oder auch diese tollen Inhaltsstoffe, die da drin sind, die machen mir auch so ein bisschen Bauchweh. So L-Theanin, N-Acetyl, Tyrosin sowie Rosenwurz, die werden dir als Vollfokus-Wundermittel verkauft. Sind aber laut Verbraucherzentrale Hessen nicht wissenschaftlich gebackt. Und ey, diese Headline, statt Gegner rasiert, die Gesundheit riskiert,
Mega. Aber mit solchen Boostern lässt sich eben krass Geld machen. Die Firma Level Up erklärte 2019, dass der Umsatz im zweistelligen Millionenbereich liegt. Und da kommt nicht mal die Union hinterher. Und ich habe mich mal umgehört hinter den Kulissen. Und da wird mal eben über fünfstellige Summen pro Monat gemunkelt, die Influencer für Werbung kriegen. Aber warum können sich die Hersteller so krasse Deals leisten? Ach, weil da eine ganz gute Marge hintersteckt. Ein Löffel, den wir da reingemacht haben, habe ich 1 € bezahlt. Ui. Und die ganze Dose 40 Euro. Die Einzelsubstanzen, die kosten gar nichts. Ist das so? Ja, natürlich. Wenn ich dir die Einzelsubstanzen, wenn ich die zusammenkaufe und dir das selber ähnlich zusammenmischen würde, dann mache ich dir die Dose für 1 €. Und 40 Euro, das ist viel zu viel für so ein Pulver. Das ist aber bei Energy Drinks nicht großartig anders. Doch auch hier ist die Zielgruppe so super jung. Und ich habe mit ein paar Leuten gesprochen und geschrieben, die solche Booster regelmäßig trinken. Und jeder dosiert ein bisschen verschieden. Und ein Gesprächspartner, der bis zu 6-mal pro Woche die Dinger trinkt und weit über die empfohlene Dosis geht, der meinte: Wenn ich mir um 16 Uhr einen Booster trinke, weiß ich schon, ich werde heute bis 4 Uhr mindestens nicht schlafen. Oh, junge Leute werden umworben mit einem Mittel, was so hart zum Überdosieren verleitet. Ich meine, großer Löffel oder ein zweiter Becher, man merkt das gar nicht. Und die Leute, die mir erklärten, dass sie nur einen kleinen Löffel reinknallen, die machen das nicht wegen dem krassen Koffeingehalt, sondern einfach nur, weil der Geschmack sonst zu intensiv ist. Aber der Koffeingehalt kann halt eben schaden. Und selbst der Booster-Fan von gerade eben, der hatte noch was zu erzählen. Ich finde, mit 16, hätte ich das selber mit 16 damals genommen und sozusagen benutzt zum Zocken, ich wäre so hibbelig gewesen, ich hätte Probleme zum Schlafen, mein Rhythmus wäre komplett im Eimer gewesen. Die Dosierung ist, wie gesagt, also die ist ein Knüller. Also gesund ist was anderes. Und hey, ich habe noch einen Geheimtipp für euch. Im Endeffekt kann die Ernährung das auch, was der Booster kann. Surprise, so gut ist dieser ganze künstliche Scheiß gar nicht. Also nochmal runtergebrochen. Gesund ist es nicht. Außerdem werden hier Kids von ihren Influencern zu einem Pulversaft verleitet, der geschickt aktuelle Koffein-Obergrenzen austrickst und eine krasse Menge an Kohle abwirft. Das ist bei Erwachsenen natürlich die eine Sache, aber gerade bei der jungen Gaming- und Streaming-Community, hallo lieber Chat von Trimax, Monte oder Eli Geller, da ist es ein Riesenproblem, denn zu viel von dem Zeug ist eben auch schädlich, gerade bei Heranwachsenden. Und ich meine, ich habe jetzt während der Sendung ein so ein Ding quasi getrunken und guck mich an. Aber hey, zumindest kein Dosenmüll mehr, wenn man selber mixt, ne? Aber warum hat denn Greta Thunberg keinen eigenen Gaming-Booster, hä?